So, hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, es ist ein bisschen erstaunt darüber, wie Provinz Göttingen noch ist. Es gab hier gestern echt einen lauten Knall, wo ich dachte, oh, was dann explodiert. Ich dachte mal, das ist ein Überschallknall. Jetzt hört man hier in Göttingen immer nicht. Keine Ahnung. Das ist aber schwierig, sie jetzt zu öffnen. Hier. Mein geheimes, patentiertes Öffnungstool. Okay, das ist ja gut. Ja, muss ich irgendwie bei Kickstarter machen. Ja. Und dann 10 Euro oder so. Ja, oder richtig. Ja, vielleicht eher 15. Ich kann es noch verschiedene Farben machen. Ja, du musst schon, ja genau, verschiedene Farben und du musst schon. Sonst hat es ja keinen Wert, wenn es nicht so. Ich kann auch eine kleine süße. Das kannst du das machen? Eine kleine süße Laus draufdrucken oder ein Floh. Ist natürlich so klein, dass man es nicht sieht. Ja, oder hinten. Ja, genau, hinten. So. Customize, du kannst dein Gesicht hinten drauf machen. Hat es jetzt trotzdem das Ding nicht funktioniert? Ja, darf ich mal? Es muss natürlich auch fachlich gemacht werden. Du musst schieben, stecken, drehen. Und dann ist es soweit. Ah, okay, das muss man natürlich, okay. Das, den Udemy-Kurs dazu für 200 Euro gibt es natürlich. Ja, wo ich dir in 10 Stunden genau erkläre, was alles, was du wissen musst, um solche Packenpostnetz zu öffnen. Plus Geheimtrick, dass man manchmal einfach so ein Ding hier auch machen kann. Was? Nee, hier nicht. Achso. Aber hier. Ah, ja. Aber da geht's. Bin ich zu doof. Da hörst du mich. Ja. Ach, oh, hast du mich? Wir sind alles da. Wir haben hier Doppel-Ich. Oh, mit Avatar. Ah, Doppel-Ich habe ich lange nicht mehr gesehen. Kann ich mich, doch, letzte Zeit sind wir oft da. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Hat vielleicht das geschafft, die Videos aufzuholen. Da hat er immer geschrieben, ah, ich bin noch 3 Monate hinterher. Ich so, ja, okay, dann. Dann ein bisschen einhalten. Dann have fun. Das Gute ist ja, ich nehme ja immer die Livestreams, die nichts geworden sind, offline. Da hat man eine Chance, hinterher zu kommen. Hier nimmst du auch deinen Livestream? Ja, ja, die sind von gestern, wo wir hier mit einer Stunde Pause zwischendurch auch Heiken gespielt haben. Weil irgendwie gucken ja doch immer hinterher Leute, einfach so, die jetzt nicht den Kanal kennen, sondern ein Spiel suchen und gucken dann sowas rein, denken sich, was ist das denn? Der Brett Schulock-Fan sagt, ey, ich wollte das noch nachgucken, wo ist es hin? Aber der ist natürlich auf Discord und kann einfach sich den Link anklicken, wo es ja verlinkt ist. Den gibt's dann noch, oder was? Das ist ja meistens nur auf nicht gelistet, außer es gibt irgendwelche Gründe, warum ich es auf privat stelle. Also, wir sind Diebe. Diebe. Und versuchen an 3 verschiedenen Orten einzubrechen. Du kannst hier an diesen Plätzen jeweils einen Dieb platzieren, also mehr als 3 geht nicht und die bilden dann eine Diebesbande. An einem Ort. Ja. Ach, die sehen ja süß aus. Oh, gründlich. Ja. Du versuchst das auf deine Seite zu ziehen. Wenn der auf deiner Seite nämlich ist am Ende des Spiels, dann bekommst du diesen Wort, der wird dann für dich gewertet. Aha. Ich kann leider den Chat nicht sehen. Das ändern wir. Okay. Nicht, dass da geheime Absprachen gemacht werden zwischen Ben und dem Chat. Und es wird schon besprochen, wann wir Oros spielen. Davon nichts mitkriege. Wer hat das denn gesagt? Alle wollen Oros sehen. Sag das nicht. Ihr wollt mich ärgern. Ja, guck mal, da habt ihr Steff. Tada! Wo? Da. War ich davor nicht da? Nee. Gut. Also, Ben? Ja. Wir ziehen in der ersten Runde 4 Diebeskarten und ich fange an. In der zweiten Runde ziehen wir 6 Ausrüstungskarten und du fängst an. 3 Diebeskarten, du fängst an und so weiter. Wir spielen immer eine und geben den Rest weiter. Und dann spielen wir wieder eine und wenn noch eine Karte übrig ist, die wird weggeschmissen. Wir versuchen hier, da sind halt Symbole drauf, die sagen dann eigentlich ziemlich klar, was da zu tun ist. Heißt, du kannst es hier in diese Richtung schieben. Für Wonders-mäßig Punkte. Genau, oder da ist Diebesgut, was wir hinlegen. Also dann legt man halt sowas dorthin und dann kann man das auch stehlen. Das bringt dann Punkte am Ende. Ja. Ausrüstungskarten kannst du danach spielen. Das ist dann die zweite Runde. Dazu brauchst du Münzen. Die musst du vorgesammelt haben. Wenn du keine, und nicht alle Ausrüstungen kosten Münzen, aber viele. Wenn du keine Münzen hast, kannst du auch einfach eine Ausrüstung wegschmeißen und eine Münze kriegen. Okay. Den Draft-Rhythmus hier. Dann können wir da wieder reinlegen. Warum brauchen wir die nicht? Weil das ist hier Anspruch 2. Das ist Anspruch 2. Das sind unterschiedliche Orte. Also wir am Anfang gehen wir nach Paris. Anspruch 3. Was ist das? Anspruch 3. Genau, brauchen wir auch nicht. Oh, aber ein flauschiges Inlay. Ja. So, was so kostet. Und das sind die Diebe. Und das ist die Ausrüstung. Und was ist das?
Ah, das sind die Basis, genau. Also, und jetzt müssen wir uns für eine, jetzt entscheiden wir uns für Paris. Und dann werden die hier reingemischt, die hier reingemischt und die hier reingemischt. Hallo alle zusammen, hallo Anke, hallo Jule, hallo Anna. Hallo, seid ihr schon alle da? The Master inklusive, ja genau. Heute gibt es einen Krimi, Anna, auf alle Fälle. Vielleicht sogar schon relativ bald. Wir haben die Schüler schon festgelegt, Stefan darf entscheiden, was er dann spielt. Ehrlich? Und wenn Markus kommt, wird er alles über den Haufen geworfen. Hat Markus schon was gesagt? Nein. Er wird auch wahrscheinlich nicht kommen, aber ich habe es ihm angeboten. Gut, okay. So, die Ausrüstungskarten kommen dann hier hin. Und jetzt schau mal kurz auf deine Spielerhilfe. Da siehst du nämlich ziemlich alles erklärt. Das Erste, was ich mache, ist, von diesen Karten, die wir jetzt zusammengemischt haben, darfst du 3 ziehen. Und dann darfst du die, so viel zu 3, und dann darfst du die hier drauflegen. Jeweils einen Ort offen. Wir wissen also, es geht um eine Bank, die wir ausrauben können. Es geht um eine Antiquitätenhandlung. Und es geht um Versailles. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was für Gegenstände dann da hinkommen. Alles, oder? Misch das Diebesgut verdeckt und legt dann hier 4 zufällige Diebesgutmarke aufgedeckt neben jeden Ort. Okay, also mischen und dann legen wir dir einfach die 4 dorthin. Und die sind, glaube ich, selbsterklärend. Oder kann man es mal probieren? Was kriegst du hier am Ende des Spiels? Ein Punkt pro Diamant, pro Novelthese. Richtig, und 5 Punkte auch noch. Wenn ich die Mehrheit habe? Wenn du am Ende den da auf deiner Seite hast. Achso, nicht nur die Punkte, sondern die auch noch. Nicht nur die, sondern das alles. Aber nicht, also nicht nur die Punkte, sondern... Die kriegst du auch noch. Alles. Du kriegst, also wenn du hier bist, kriegst du 2 Punkte plus das hier noch. Genau. Aber da brauche ich die Marker für, habe ich keine entsprechende Marker. Kriegst du halt nur die 5 Punkte. Genau. Und hier? 4 Stück kommen dann? 4, zufällig. Aufgedeckt, ja. Und wenn da gar keine Diamantenmarker sind? Ist ja egal, am Ende musst du die Diamanten haben. Du kannst sie auch dort gestohlen haben. Okay. Also die Mehrheiten bringen mir quasi... sagen. Die stehlst du ja während des Spiels, diese hier. Also die kriegst du am Ende dann sonst nicht. Okay, da gibt es 3 Punkte und 2 Punkte pro Diamanten. Und da gibt es 7 Punkte und gelbe Karten zählen nicht. Und gelbe Karten beim Gegner zählen nicht. Also du kannst ihm eine Karte zerstören, so musst du es sagen, am Ende des Spiels. Die muss allerdings offen da liegen, also heißt nicht abgedeckt von der anderen. Ich habe ja schon erklärt, es gibt die Diebe, die legt man eben an diesen Stellen aus und dann Ausrüstungskarten legt man so drüber. Und wenn ich dann Ausrüstungskarten, nur die haben Farben. Die Diebe sind immer hell. Also die sind so gelb. Und die kann ich dann wieder am Ende des Spiels einen zerstören. Aber das muss auch oben liegen. Also wenn du eine Ausrüstungskarte auf eine gelbe aufgelegt hast, dann ist die gelbe geschützt. Muss ich sagen. Genau. Hallo Bernhard. Hallo Christian. Hallo. So. Hier siehst du die Symbole. Jetzt dreh's mal um. Diebesgut. Nimm ein Diebesgut der angesagten Art von diesem Ort und leg es in Hauptquartier. Und kannst auch beliebiges nehmen. Das am Ende, genau, dann gibt es so Karten, die so triggern. Also das heißt, Effekte mit Punkten, das am Spielende. Für jede grüne kriegst du einen Punkt. Gibt auch was mit Sets, wo du Punkte bekommst. Sortiere dein Diebesgut mit unterschiedlichen Arten. Jedes Dieb wird nur einmal gewertet. Und dann siehst du hier, einzelne gibt 2, doppelte gibt 5, ein Set mit 2 Arten und ein Set aus allen 3 gibt sogar 9 Punkte am Ende des Spiels. Hier siehst du die Effekte. Den Gaunermarker, wenn da so Ast drauf ist, darfst du den Gaunermarker hier bewegen. Da, wo so eine gelbe Karte abgebildet ist, hier, darfst du immer, wenn du eine gelbe Karte dort in diesem Bereich ausspielst, in dieser Diebesbande, den 1 zu dir schieben. Das gilt in beide Richtungen, also vor- und nachträglich. Okay. Das heißt, wenn du hier am Anfang spielst und dann immer, wenn du ein gelbes spielst, machst du es, also wenn du schon 2 gelbe gespielt hast und reinspielst, darfst du für die 2 gelben vorher auch schon bewegen. Okay. Genau. Dann verbrennen, das siehst du hier, wähle an deinem Ort eine der oberst liegenden Ausrüstungskarten deines Gegenübers. Es legt sie offen seinen Ablagebereich. Alle Soforteffekte auf der verbrannten Karte werden zurückgenommen. Karten dieser Farben sind von dem Verbrennen geschützt. Genau, du kannst dich auch schützen. Ah, das heißt schützen. Sorry, da habe ich mich geschützt vor. Karten sind von dem Verbrennen geschützt. Ja. Was kann man das mit anderen Effekten machen? Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum bringt mir das was am Spielende? Was bringt mir am Spielende, mich zu schützen? Das muss auch eigentlich ein Effekt sein, der mir währenddessen was bringt, wenn ich dort vorne bin. Also, jede Ortskarte hat eine feste Punktzahl, einen Kombi-Effekt mit Punkten am Spielende.
Das ist das hier. Mhm. Beides erhältst, ist manche Orte haben außerdem einen dauerhaften Effekt. Er ist immer auf einem dunklen Hintergrund links unten abgebildet. Diese dauerhaften Effekte geben immer einen Bonus, wenn du die Bedingung erfüllst. Welche Bedingung? Diese dauerhaften Effekte geben immer einen Bonus, wenn du die erfüllst. Also hier ist es halt ein Bonus. Das heißt also, in dem hier, in der Bank, darf man sozusagen keine gelben Karten entfernen, hätte ich so interpretiert. Mhm. Oder? Der Effekt gilt ja immer. Ein dauerhafter Effekt. Und nicht nur, wenn du auf deiner Seite ist. Nee, der Effekt gilt ja immer. Richtig gutes Zwei-Personen-Spiel. Wir haben schon länger damals im Kickstarter die Playmat noch dazu bekommen. Aber du meinst das normale Caper oder meinst du das Caper Europe? Braucht Timothy. Braucht das ein Playmat? Naja, das ist ein Playmat, oder? Vermutlich. Achso, dann hast du noch Ablageplätze für die Karten. Ja, die werden ja auch hierhin hingelegt. So, aber dann pass bitte auf, Timothy, dass ich alles richtig erkläre, dass ich da nichts Falsches mache. Das wäre sehr lieb. Ja? So, Spielende, nach der sechsten ist es. Hier ist ein Beispiel für einen Zug. Ich würde einfach anfangen und dann sehen wir, dann können wir nochmal eine Runde spielen. Dann siehst du, wie es läuft. Kannst du mal die verteilen, vier Karten jeweils. Gerne, die Diebe. Alle sehen jetzt natürlich die ganze Zeit im Hintergrund Chip und Chap. Räume, Diebe sind aufgehangen. Geheimnisvoll, irgendwie sowas doch. Hab ich nicht angeguckt, Kaff und Kepper. Sind schon auf ihrer Spur, dass der Fall aufsteht. Der Weg auf Wald sind stets für dich bereit. Nur 10 Sekunden, gell? Sonst kommt die GEMA. Das stimmt. ich mache Werbung für das Lied. Journalisten, dann darf man wieder. Klar. Journalistischen Gründen. Wo kommt die hin? Da kommen die hin. Guck ich mir an. Hab ich nie angeguckt. Weißt du, wie Chip und Chap im Englischen heißt? Nee. Chippendale. Echt? Chippendale aus okay. Chippendale. Also, Steve und Dicer finden das Spiel sehr gut. Bin gespannt, habe ich bisher nicht großartig mit dem Spiel auseinandergesetzt. Okay. Also, du siehst links oben auf diesen Karten noch einen Wert. Das sind die Münzen, die du dafür kriegst. Mhm, wenn ich sie ausspiele. Ja, richtig. Mhm. Und wenn ich jetzt die dahin spielen würde... Kriegst du am Ende des Spiels, wenn du so ein Dreier-Set hast. Das muss aber auch hier sein. Ja, genau. Nein, in dieser Diebesbande. Und die drei Farben finde ich wo? Auf den Ausrüstungskarten. Achso, da. Also hier sind die. Die haben nie Farben. Okay. So, ich habe mich entschieden. Mhm, ich auch jetzt kenne ich wieder. Ich muss anfangen, das ist ja hier dargestellt. Mhm. So, da bist nachher doppel ich. Ich gehe mal hier hin und schiebe die 1 zu mir und bekomme 3 Münzen. 3 Münzen? Ja, deswegen habe ich es mal genommen, weil eine Nonne ist reich anscheinend. Mhm. Dann gehe ich mal dorthin. Ja, kriegst du eine Münze. Krieg eine Münze. Jetzt tauschen wir die Karten. Das ist ja wie Beer and Bread. Genau, so ein bisschen. Ui, die Touristin, das ist ja krass. Mhm. Gleich 2 französische Karten habe ich jetzt. Mistrophon. Ja, die nehme ich einfach, weil das nicht so gut ist. Und zu stark. Also die Touristin kommt da hier 1, 2, 3. 3 ist ja schon krass. 3 ist wirklich. Dann spiele ich den hier hin. 1, 2 und kriege noch eine Münze. Nee, schon mal hier. Dann diese Pfeile. Okay. Ja, eigentlich egal. Also versuche ich den hier. Und die letzte weggeworfen. Mhm. Und ich fange an. Also ich lege die hier in den Tatortreiniger. Oh. Schrotti. Genau. Den dann. Schrotti Münze. Ein du kriegst auch eine Münze. Warum? Für deine Abbildung. Ach ja, richtig. Danke. So, jetzt kommt der 1 nach vorne und wir verteilen 6 Karten. Hallo Laura. Hallo Laura. Drei, 6, okay, und du fängst an. Oh, und wenn da Geld drauf ist, muss ich Geld dafür bezahlen. Du links oben siehst die Kosten dafür. Mhm.
Und wo kommen die Ausrüstungskarten jetzt hin? Zu den Leuten. Ich kann nur dahin spielen, wo ich... Ja. Spannung. Du kannst einfach aufdecken, weil ich bin ja nach dir dran. Du kriegst 2 Münzen, glaube ich, oder? Mhm. Ich spiele den dafür 1 Münze und krieg dann so 1. Wie ist es teuer? Das heißt, habe ich dir Geld fertig gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wie das gemacht ist. Also ob wir beide so machen müssen oder ob wir... Wir sollten ja schon bei, also ne, wenn du nach mir wählen ja, kannst. Ja, eben, genau. Draft. Wenn du was kaputt machst, übrigens, wird auch der Effekt retourniert. Okay. Also mit dem Flammenwerfer. Gut, das machen wir beide. Aber spielt beide eine Karte aus der Hand aus. Es beginnt die Person, auf die die Spitze des aktuellen Rundensymbols zeigt. Das ist nicht klar, oder? Nee. So steht's drin. Ja, so legt man die ja nicht vielleicht vor sich ab oder so. Kann die ja nur eingehen? Nee, es spielt beide je eine Karte aus. Es beginnt die Person, auf die die Spitze... Also beginnst du einfach nach, spiele ich meine Karte aus. Ja. Okay. Können die nur einen Gegenstand haben oder mehrere? 3. 3, jeder. Das ist ja auch spannend. Da. Und das ist einfach, ich darf mir einen beliebigen nehmen. Genau, nimmst du dir einen beliebigen von denen. Oh, okay, dann kriegt er hier einen Universalschlüssel, kostet 2 Kohle. Mhm. Jetzt kann ich mir nur von hier Gegenstände nehmen. Ja, da ist der Dieb ja gerade. Mhm. Ich spiele den hier, kostet 3. Und dann darf ich mir irgendeinen hier nehmen, dann nehme ich mir nochmal so eine Nofretete. Sebastian, moin, 12 Stunden zu früh. Hey Sebastian, Mahlzeit. Und hier siehst du, für alle Grünen kriege ich am Ende dann einen Punkt. Mhm. Deswegen habe ich das hingespielt, weil ich da schon 2 gebraucht habe. Woran sehe ich, dass die Grünen sind? Okay. Du siehst es nicht, vermutlich, oder? Ja, es gibt nur Grün, Blau und Rot, oder? Und Gelb. Die Farben sind hier, links oben. Mhm. Okay, du zuerst. Naja, das geht schon. Mit 2 Münzen. Dann nehme ich 1 Münze. Oh, gute Besserung. Wer ist krank? Sebastian. Oh, okay. Ah, das böse C hat ihn erwischt. Okay. Ja, ich zahle 2 und dann musst du den da wegnehmen. Aber wenn ich mir hier einen beliebigen genommen habe, kann ich auch irgendeinen zurückgeben, was in dem Fall egal ist. Ja. Genau. Und auch irgendwohin dann. Zeigt dann auch die Symbole, da sind alle Karten geschützt. Bedenke, der Effekt eines Symbols wird nicht zurückgenommen. Dann wähle eine der sowas liegenden Ausrüstungskarten. Dein Gegner muss sie offen in den Ablagebereich abwerfen, zeigt die Karte einen Einmaleffekt, dann muss dein Gegner diesen Effekt zurücknehmen. Selbst wenn sie beim Ausspielen gegebenenfalls verfallen sind. Kombi-Effekte werden nie zurückgenommen. Okay. Was wurde nicht zurückgenommen? Bitte? Das am Anfang ganz vorlesen, was nicht gefunden wird. Der wird nicht zurückgenommen. Wenn du jetzt auch noch einen spielst und den wegnimmst, wird der Effekt nicht zurückgenommen, weil wie sollte ich wissen, was vorher war. Genau. Der kommt weg, also du hast ihn schon zurückgelegt und der kommt raus auf dem Ablagestapel. Kennst mich doch, dass ich da ein bisschen destruktiv spiele. Ja, du heim inzwischen. Okay. Letzte Karte oder spielen wir alle? Wieder eine Karte spielen und das war's dann.
Kannst du eine Karte wegwerfen für eine Münze. Und wenn du hier zwei Münzen nicht wegwerfen kannst, hast du verloren? Nee, dann nehme ich so viel weg, wie ich kann. Oh, böse. Du wusstest, dass das kommt, wenn du... Deswegen, weil ich ja vor zwei drin war, wusste ich, wenn du ein Spiel spiele ich auch ein. Okay. Das muss die oberste sein? Ja, das habe ich erklärt, dass die geschützt ist. Und ich spiele die hier aus. Schieb dann eins nach da. Gut. So, dann nächste Runde. Drei Karten. Drei Räuber. Auf dem Weg der Besserung. Das okay. Freut uns. Die schützt komplett blaue Karten, da wo sie vom Abwerfen. Richtig. Die blauen Karten sind vor dem Zündelmeister geschützt. Ich muss anfangen, richtig? Mhm. Nee, du fängst an. Schon wieder ich? Ja. Okay. Madame. Ich leg das hier hin, eine Pantomime, dann kommt der hierher. Dann kriege ich eine Münze. Du zuerst. Du darfst dir irgendeinen nehmen. Spielt den. Nee, nur von da, oder? Hä? Ja, nur von da, genau. Ja. Ja. Ich gehe hier hin und mache den dann 1, 2 hier nach vorne. Das ist solche Karten. Die wird noch gespielt? Nee, die kommt auch weg. Die Frage ist, was ist denn eigentlich bei Gleichstand, wenn der Mitte ist? Machst du das da bitte mal? Mhm. 6 Karten. Bitte du noch dein Gegenüber entscheiden den Ort für sich, da der graue Marker in der Mitte steht. Also wird er einfach nicht gewertet. Mhm. Jetzt fängst du an. Eine Ausrüstung muss ich spielen. Wenn man jetzt keine hat, also keine spielen kann, weil man kein Geld eine hat. Eine Karte weglegt, kriegst du eine Münze. Mhm. Ich habe das ja nicht mehr, dass mir grüne Punkte bringen. So Schicht, schade. Krieg ich 3 Münzen. Mhm, ist so unfair. Okay, du kriegst 2 Münzen. Ja, einfach, ich fühle mich wie bei Agricola. Ja. Was soll das? Agricola? Ja, du hast eine Karte, kriegst 2 Holz, ich habe eine Karte, krieg 3 Holz. Okay, danke, warum? Danke. Ja, ist auch nicht, was das soll. Ja, hier ist jetzt natürlich die Farbbalance und so ist das. Wir sehen ja alle Karten im Spiel. Oh, das ist ja auch toll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Ah, ich bin ja dran. Suck O-Matic. Also ein Smoking. Es setzt sich fort, ne? Danke. Du hast eine Karte mit 2, ich habe eine Karte mit 1. Ich habe aber 1 zahlen müssen. Das ist richtig. Du hast gespielt? Mhm. Wo? Was? Hier. Ah. Mon Dieu. Kriegst du 3. Mhm. Hallo, toter Affe. Moin. Toto-Affe, nicht toter Affe. Nee, ich hab Toto-Affe gesagt. So, dann... Für eine Münze spiele ich den nochmal. Der hat einen richtig coolen Smoking. Aber mega. Okay, entsteht ein Diamanten.
Ja, zahle ich eins. Mach nochmal den. Der kommt weg. Gut. Die letzten werden die ersten sein. Da. Da. Wir spielen nur eine, ja? Stimmt, wir spielen nur eine von den beiden und ich fange an. Mhm. Kriege ich eine Münze? Zwei Münzen. Ja, und der wandert. Und zwei. In deine Richtung. Nee, das ist eine andere Farbe. Nee, das doch, ist die gleiche Farbe, ja. Also zwei. Ah. Ich habe nicht gewusst, dass das Farbproblem ist. Man hätte vielleicht ein Symbol drauf machen können. Ein Krimi, da freut sich die Anna. Also, wir haben, soll man sagen, was wir heute schon geplant haben, oder? Verfolgt das Programm, ja, können wir sagen. Die 31 Leute, die so lieb sind, dass sie jetzt schon zugucken, sollen ja belohnt werden. Also ich möchte auf jeden Fall einen Krimi spielen. Mhm. Ich möchte Sniper Elite spielen heute. Das sind so die auf jeden Fall Sachen, oder? Treehouse Diner. Genau. Spielen wir. Spielt einiges auf dem Programm. Galsir. Hier, wo ist es? Galsir. Sea Salt and Pepper, Lands of Galsir. Ja. Also nur Highlights heute. So, letzte Runde, dass wir was machen. Du musst anfangen. Mhm. Ich zahle eins, um den zu spielen. Du willst aber wissen. Mhm. Was sind die am Ende wert? Mal nichts? Doch, auf der Rückseite siehst du doch die Kombos. Ah, die ist einmal wie auch Sets haben. An, ne? Mhm. Ja. Ich nehme zwei Münzen. Was soll ich zurücknehmen? Dann geht ihr auch wieder zwei hier, ne? Ja. Geld und so gibt am Ende keine Punkte, oder? Das weiß ich nicht. Sieht nicht. Sieht nicht danach aus. Ich spiele den hier hin für zwei. Und dann geht er noch eins hier rüber. Letzte wird abgeworfen. Und das war's? Das war's. Also, wir schauen Ben gegen Steff. Das erste, was wir hier haben, da bekomme ich 7 Punkte. Oder? Da? Ja. Ist doch der Ort, oder? Und dann ist Diebesgute noch gewertet. Achso, da, ja. 7 Punkte. Und dann unten ist es dieses Diebesgut noch, was du dann sortierst. Aber hier, und jetzt bekomme ich hier noch Punkte. Das heißt, hier kriege ich 2. Mhm. 1, 2, 3, 4, die sind alle 4 Punkte wert. Mhm. Also 4, 8, 12.
13, 14 Punkte kriege ich dafür. Und du bekommst? Nein. Nix. Warum nicht? Blau? Ja, da kriegst du doch eine Stufe hier. Hast du in letzter Runde gespielt? Ach so, ja, nee, der ist ja von. Nein. Aber den hast du gerade erst gespielt, oder? Kommt dann ja. Eins rüber. Stimmt, das geht ja auch nachträglich, hast du gesagt. Genau. Das heißt, das hier. Hier ist aber einfach weniger. Ist 8 Punkte, nicht 7. Weil ich habe ja die 7 plus das hier sind 8 Punkte. 8 für einen Ort und 14 für den hier. So, hier den habe ich. Das sind 6 Punkte. Du hast da keine Punkte. Du hast bisher keine Punkte gemacht. Okay. So, du hast da keine Punkte. Hast keine Punkte. Ah, doch. Nee, aber du hast ja keine von der Farbe gespielt. Ist das für dich die Farbe? Nö. Nee, okay. Also ja, aber nee. Wenn man es weiß, dann ist es schon anders. Also du hast dort keine Punkte. Nee, ich mache die Punkte später. Und ich habe dort... Oh nein, wo ist es hin? Habe ich vergessen. Ach, dumm. Okay. 2 Punkte mir entgehen lassen. Okay, keine Punkte. Ja, ehrlich. Und jetzt das hier? Jetzt komme ich. Ach so, den habe ich einfach nur so genommen. Doch, da kriege ich noch einen Punkt, weil ich ja einen habe. Also sind 7 Punkte hier. Jetzt machst du mal Punkte, Ben. Nee. Das gehört keinem. Ich kriege hier 4 Punkte. Also das gehört keinem. 5 Punkte. Und du kriegst... Hast du so ein Set? Ja. Ich habe blau, ich habe gelb, ich habe genau. Ich habe alle Farben. Also ist zweimal? Nee, einmal nur. Also einmal. Das heißt 4 Punkte hier, 5 Punkte, oder? Ja. Okay. Und ich habe 2 Punkte. So, und jetzt musst du Punkte machen durch diese Sets hier. 9 und 6 und 15. Und ich mache einen wahrscheinlich, oder? 2. 2 Punkte sogar. Okay. Und hast du 20 Punkte und ich habe 22, 29, 29 plus 4. 33 Punkte. Okay, nochmal. Okay. Jetzt weiß ich jetzt, wie es läuft. Jetzt weißt du, wie es funktioniert. Jetzt spielen wir aber nicht mehr Paris. Ach, jetzt ist es gleich schwerer. Wo ich es mal verstanden habe. Jetzt, wo du es verstanden hast, machen. Du kannst dir sogar aussuchen, willst du Anspruch 2 oder Anspruch 3? Anspruch 3 natürlich. Was? Du willst gleich nach London gehen? Ich will 2. Okay. Dann gehen wir doch nach Barcelona, hätte ich gesagt. Ja, La Sagrada Familia. Barcelona. Ja. Habe ich richtig eingeschätzt. Ich verteile mir wieder die Beute neu. Dass du als Dieb durchkommst, der nichts geklaut hat. Ich dachte, das wäre ein thematisches Spiel. Ich habe aber tolle Geschichte. Aber der eine, ne, der scheiß Marker hier, also hätte ich geschrubbt, du hast keine Sonne gesehen. Meinst du? Ja, ich habe ja 4 von den Markern gehabt. Das sind ja schon mal 8 Punkte. Ich hätte die Karten. Die aber 8 Punkte sind ja trotzdem noch. Bist du bei 28 oder 33? Ja, hätte ich hier noch die 3 Punkte bekommen. 31? Dann hätte ich den Punkt hier noch bekommen. 32? Siehst du? Schon knapper. Ja, ja, knapper. Okay, aber geschrubbt ist es anders. Ja. Ja, ich mache ja am Scherzen. So, wir müssen jetzt raussortieren. Geht der ratzfatz die Runde. Wir spielen nachher noch ein anderes schönes Feuerspiel, das noch ein bisschen eleganter ist. Aber das ist auch gut. Unelegant ist es nicht. Nee. Ja. Das hier kannst du halt nur mit 2 Leuten spielen. Also gibt es Geheimspiel. Noch mehr Leute. Was wir gestern Abend gespielt haben. Ja. Okay. Achso, die brauche ich ja gleich wieder. Ich brauche die Paris-Orte und sowas. Die musst du raussuchen, wo unten so ein Paris-Symbol ist. Hier gibt es das nicht. Madame Truffaut finde ich überall. Hier. Ah. Einer fehlt noch. Es müssen 3 Leute sein. Da, der Künstler. Okay, ah, das haben sie ganz gut gemacht. Paris, Orte belohnen für Diebesgut. Ausrüstung belohnt das Sammeln von Paris-Karten. Mhm. So steht das hier da. Okay. Für das Diebesgut erhältst du einen Punkt, haben sie ja nochmal so erklärt. Gut, dann wagen wir uns jetzt an. Das war auch Paris. Kaper. Die Bank. Warst du schon in Barcelona? Nein. Nein. In Spanien war ich bisher nur auf Ibiza. Okay.
Das ist allerdings auch schon. Da war ich nicht. 21 Jahre her. Ja, das dachte ich mir schon fast. Hast du schon neu ausgelegt? Ja. Gerade wird gespielt. To be announced. Okay. Spielen Caper Europe. Und Ben singt ab und zu. Genau. Und jetzt lockt er auch noch. Jetzt lockt er auch noch. Mit Steff, wie war das gerade? Obwohl er die erst passiert zählt. 20 zu 33. Das ist schon weh. So. Nächste Partie. Zeit läuft. Was mache ich hiermit? Ich gebe jedem 4 Karten. Richtig. Und jetzt decken wir die mal auf. Nein, nicht schon wieder die Bank. Hier haben wir Montjuïc. Kenn ich nicht. Montjuïc. Ja. Und La Casa Familia. Oh. Gut. Ja, da müssen wir kurz nachgucken, was die können. Also kannst du hier 5-2 Punkte. Das da. Das, auch das Auge. Das war ein kurzer Nach. Hast du am Spielende mindestens eine violette Karte zu oberst liegen, löst den Effekt aus. In deiner und der Diebesbande gegenüber. Also man kriegt 2 Punkte für die, die bei mir oder bei dir liegen. In Violett. Okay, die richtige Farbe zu oberst liegen haben, wird belohnt. Manchmal zählen auch die Diebesbanden gegenüber. Also wenn das auf meiner Seite ist, dann zählt die violette Karte. Ja. Falls es violett ist. Falls es auf deiner Seite ist, zählt Violette, die oben liegen. Mhm. Nicht irgendwo zwischen rein. Okay. Ah, nee, anders. Wenn mindestens eine violette Karte zu oben liegt, dann sind alle Violetten einen Punkt wert. In deiner und der Bande gegenüber. 2 Punkte. Dann sind alle deine 2 Punkte wert, nicht gegenüber. Alle so meine 2, wenn der auf meiner Seite ist, wenn, und eine violette Karte oben liegt. Wenn bei dir irgendwo eine violette Karte oben liegt, wird der Effekt ausgelöst. Wenn das heißt, alle Violetten sind 2. Wenn ich die Karte sehen kann, Auge, ich richtig. Kann sie sehen, weil sie oben sehen. Liegt. Genau, richtig. Okay. Ben, fühlt sich das an, wenn man sagt, das ist 21 Jahre, man feststellt, dass das mal erwachsen ist, jetzt auch passiert mit 18 Jahren. Ja, das ist einfach so, man wird halt älter, ne? Laura ist 18. Nee, sie ist das auch so passiert mit 18 Jahren. Sie ist wahrscheinlich 36. Okay, gut. Sie sagt auch vor 18 Jahren, ach, warte, da war ich ja auch schon erwachsen. Naja. Ist gar nicht so schlimm, wie man sich das als 20-Jährige mal vorstellt. Nee, es geht vor allem so schnell und irgendwie merkt man es nicht so. Ja, arg. Das ist eigentlich eher das Schlimme. Das ist eher das Komische. So, okay. Und morgen sitzen wir wieder und sind alle in der Rente. Ich bin da. Zuerst. Das ändert sich auch nie, das ist ein bisschen komisch. Das ändert sich nicht, wir hätten es umdrehen können. Ja, aber wäre es ja ein neues Spiel für mich. Ich nehme den Dirigenten und kriege 2 Punkte. Aha. 2 Geld. So. Der geht jetzt noch nicht vor, ne? Ein, ne? Erst für gelbe Karten. Das habe ich bestimmt vorhin auch falsch gemacht. Das betrogen, vor allem. So würde ich das jetzt nicht nennen. Aha. Kriege ich eine Münze? Warum? Da steht eine Münze drauf. Achso, ein geht davor, ja. Mhm. Und dann spiele ich noch den Friseur. Mhm. Dann spiele ich den Gentleman. Und nehme eine Mütze. Und der Schmuggler geht weg. Hallo, Vakan. Und Kaladan ist auch da. Ach, Kaladan. Da dauert es noch ein bisschen mit der Aussage. Mit Ende 20 ist er erst gereift. Okay. Das ist gleich, die muss oben liegen, dann bringt sie 3 Punkte. Am Ende des Spiels, genau. Also da will ich keinen drüber legen. Ja. Das ist ja spannend. Wer muss anfangen? Du musst anfangen. Dann kriegt ihr das Verkleidungsset und dann geht das 2 in meine Richtung.
Eins. Zwei in deine Richtung, stimmt. Richtig. Richtig. Dann spiele ich den hier aus. Und dann geht der weg. Zwei in meine Richtung. Okay. So kann man das auch spielen. Stefan, das ist ein kleiner Hai. Das gefällt mir nicht. Dann geht zwei in meine Richtung. Und gleich ist er ganz da. Okay, dann spiele ich das dafür eins. Kriege ich den und einen Schritt. Aha. Ich, ne? Dann mache ich den hier. Oh Mann. Nummer eins zu dir. Kostet aber eins. Muss bezahlen. Ach doch. Gleiche Idee hatte ich. Ja, jetzt. Von mir klar, ich kannte ja die Karte. Ja. Ich muss den irgendwo hinspielen. Kriege ich zwei Münzen. Das ist natürlich Lucky You. Was ist Lucky? Dass wir noch eine Runde gespielt haben. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Aber wir hätten noch zwei Karten. Hm. Sieht ja schon wieder ganz gut für dich aus. Sieht es? Achso, weil ich in Zweien weiter vorne genau. bin, okay. Mon Dieu. Du musst anfangen. Oh, wie toll ist denn? Eine Münze. Der Lebermann. Der Lebermann. Das ist halt einfach, weil der. Du musst. Kein Mod anwesend, das Spiel einfügen konnte. Nee, ich habe neulich die Mods ein bisschen ausgemistet. Wirklich? Ja. Oh. Ja, einfach alle Leute, die Modrechte hatten, die seit Ewigkeit nicht mehr da waren, habe ich weggenommen. Ach so, okay. Und festgestellt, ich habe gar nicht so viele richtige Mods. Vielleicht will ja jemand Mods von euch werden. Ja, ihr könnt gerne. Laura zum Beispiel ist für mich. Ja, Wacker mag ja Mallorca, die will hier nicht Mod werden, sonst hätte sie ja Band-Fanclub gemacht. So, ist 4 Tage, da kommt mir länger vor, nur noch 10 Tage. Auch bis man das wieder ändern kann. Was kann man da ändern? Den Nickname. Wackern hat da schon, sie hieß mal 14 Tage lang Gorka als Fanclub. Weil er eigentlich einen Command haben wollte. Okay. Und dann festgestellt, oh, man kann das irgendwie nur begrenzt Anzahl machen. Danach ist, hat man 14 Tage Sperre, seinen Namen wieder zu ändern. Ja, da steht's ja. One Woman Fanclub. Ja. Okay. Aber hat geklappt, hat ja eigenes Command. Du musst zuerst? Ich muss zuerst, aber ich will nicht. Ja, du musst eine Karte spielen. Aber das würde anders viel besser passen. Ja. Gut, kriegst du eine Münze und ich spiele den hier, krieg ich auch eine Münze. Klick. Der liegt dann falsch. So, ich fange an. Oh Gott. Also auf Edmund wird man nicht. Einfach so. Ohne einen Fanclub. Ich spiele den, kost mich eine Münze und dafür bekomme ich den. Und einen Schritt. Oha, dann spiele ich den. Dann bekomme ich zwei Münzen und einen Schritt. Und dann spiele ich.
Er muss sie trotzdem machen. Spiel ich den für 2. Kanzler nicht zerstören, weil der geschützt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich geschützt für alle. Nein, deine Diebesbande. Ich kann sagen, mich doch okay. Nicht. Also kommt der weg. Aber geht der auch, wenn der oben ist? Ja, klar. Wenn er nicht oben ist, sicher? Ja, klar. Sicher? Ja. Okay. Und dann kommt eins hierher. Und das war's. Mhm. Nee, unter einem Schritt kriege ich. Weil ich die Ding gespielt habe, einen roten. Mhm. Nee, 2. 1, 2, 3, 2. 2. Das tut mir weh, dir das hier geben zu müssen. Oh. Mhm, war nicht clever. Krieg ich einen Schritt. Mhm. Jetzt kämpfe ich hier. Hm. Nein, Cole wäre gerne Mod. Cole ist jetzt Mod? Mit großer Kraft kommt große Verantwortung, würde er jetzt wahrscheinlich sagen. Ja, kann man sich bewerben für Mod, oder? Ja, immer im Chat dabei sein, Sternchen haben, Patreon sein. Aber sag mal einer, ob einer Mod sein will. Manchmal mache ich auch einfach, also Spartacus war einfach Mod, der wurde gar nicht gefragt. Okay, ich bin auch Mod bei dir, das weiß ich. Ja. Ich kann zwar nix, aber... Doch, kannst alles andere Mods auch können. Wobei, Jocka ist jetzt leitender Mod. Nein, ich meine, ich Jocka kann ist nix, jetzt der weil ich nicht weiß. Ja, Jocka ist jetzt quasi überall ein anderer Mod. Okay, Jocka ist auch Stufe zwischen mir und den Mods. Sowas also, gibt es. Da gehe ich jetzt alles an Jocka. So, ich muss noch eine Karte spielen. Ja. Das ist ein bisschen nicht so gut, aber ich spiele mal den dorthin und hole mir einfach 2 Geld. Ja. Wakan hat einen Stern. Nee. Doch, sehe ich doch. Nee. Schwierig. Na, das mache ich nicht. Also spiele ich. Aha. Was soll ich denn mit allem Geld? Eine Münze und einen Punkt am Ende. Nee. Ah, wir haben noch einmal. Mhm. Das war, ja gut. Für 2 Münzen. Ich darf anfangen. Ja gut, die ist sicher. Kriege ich 2 Münzen. Und wenn am Ende irgendwo... So ist es, oder? Was macht der? Der gibt mir für... Wenn eine grüne zu sehen ist, kriegst du einen Punkt für alle. Für alle, die das ich einen habe. Punkt, aber ja. Eine grüne auf ihm. Nee, einfach nur zu oberst liegen, heißt es hier. Nicht auf ihm? Ich dachte, was müsste auf ihm. Aber hier kriege ich den Gelb auch nicht, wenn ich den hier spiele, sondern nur wenn ich es auf ihn spiele, oder? Nein, auch wenn du es drüben hin spielst. Ach so? Ja, ja, ja. Nicht, hä? Auch okay. Wenn du es drüben hin spielst. Also ist das quasi eine Eigenschaft für den ganzen. Hm. Ja, das sind Diebesbande. Okay. Das hätte ich noch falsch.
Wenn da nicht genug Geld ist, nehme ich dir dann Geld weg? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das ist ja in manchen modernen Spielen. Ja. Ist es schon soweit, dass du eine Münze... Es könnte... Nimm eine Münze aus dem allgemeinen Vorrat, heißt es hier. Seite 12. Ein begrenzter Vorrat. Es gibt nur 10 Münzen. Es sind keine mehr im Vorrat, dann bekommst du sie von deinem Gegenüber. Aber nur, wenn du weniger Münzen hast. Okay. Habe ich nicht. Besonders, weil das ist bei 2 Leuten sehr selten der Fall. Okay. Dann nehme ich mir genau 2 Münzen. So. Cancel Call hätte ich auch Angst. Keiner will Bot werden bei dir, gell? Keiner hat sich beworben. Keiner hat sich beworben. Ist schon ein bisschen schade. Ja, aber es gibt ein paar Leute, die drängen sich auf, weil sie halt immer hier sind. Ich will halt niemanden angucken. Leute, die gerade hier sind. Ja. So, du fängst an. Ich habe ja schon wieder, du hast irgendwie schon wieder 1000 Punkte und ich nicht. Ist dann jede Karte 2 Punkte wert? Ja. Na, bei dir, wenn es bei dir ist. Ja, ja. Nicht jede Karte, jede violette Karte. Ja, also manche. Ja. Violette Karte. Ja, ja. Okay, das wäre noch Verschwendung. Kaladan hat sich beworben und ich glaube, Vakan hat sich beworben und Laura auch. Mhm. Mhm. Möchtest du jetzt Vorstellungsgespräche führen? Ja, oder? Ich würd gern, bräuchte ein bisschen mehr Initiativbewerbung. Das ist eine Initiativbewerbung. So richtig, mit Motivationsschreiben. Also bei Kaladan war ja schon ein bisschen Motivation da. Kann ich einfach hier Leute zum... Jude habe ich zumindest schon mal real gesehen. Ich hatte dann auch, die war schon in der Küche. So, jetzt kommt es ja noch an. Jetzt hier nicht reinquatschen. Das ist meins, das ist meins. Also zwei habe ich ja safe. Aber ich fange an. Ja, so, obwohl, doch, ist schon safe. Aber das, oh, das ist doof. So safe ist es dann doch nicht. Kommt 2 zu dir. Und dann verlierst du 2. Genau. Hast du 2 Geld bezahlt? Ja. Nein, nicht 3. 2. So, und dann mache ich den hier. Oh nein, ich habe kein Geld. Shit. Kannst du ja wegwerfen. Ich werfe sie weg für ein Geld. Doof. Nein, sag sowas nicht. Krieg ich 3. Letzte Karte, oder die man spielt. Ja, gut. Das ist eh die letzte Karte, die ich gespielt habe. Okay, ich krieg hier ungefähr gar keine. Du hast das Haus hochgebrannt. Für Geld gibt es keine Punkte, ne? Nee. Für 3. Und dann kriege ich hier noch einfach so ein. Ja, okay. 9 Punkte, also 4 Punkte nochmal mit dem letzten Move. Schon nice. Schauen wir mal, wie es aussieht.
Also so drüben, das hast du. Da kriegst du 7 Punkte. 7, 8, 9 Punkte. 9. Und hierfür? 1. 1. Das ist gar nichts. Die Hälfte von dem, was ich jetzt. So, und hier kriegst du einiges. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Punkte, richtig? Und das hier? Ja, die zwei noch. Achso, hast du auch mit zwei. Gezählt? Nee, habe ich nicht gezählt. Dann 14. Also erstmal machen wir 3, 4 Punkte für den. Mhm. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, genau. Das war's. 11, hast du noch mitgezählt? Ja, das sind doch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. 2 sind das hier. 2, 4, 1, 6, 2, 3, 8, 4, 5 10, sind 10, sind 13 11. insgesamt, oder? 13. 13. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Und die 2 noch. Habe ich doch. Also jedes von dir ist noch 2 wert. Ja, genau. 2, 4, 6, 8, ja? 10, ja? 11. Also doch 11, 11. Okay. Und ich habe wieder, nee, ich habe nur da nichts. Da habe ich schon Punkte. Das sind 3, 6 Punkte. Muss der nicht zu oberst sein? Oder nur sichtbar sein? Ich dachte immer, der müsste... Ah, du hast recht, der muss zu oberst sein. Deswegen frage ich mich aber, wie ist das? Hier ist das dann nicht so, weil der auf dem Charakter drauf ist? Ein bisschen komisch. Das kann ja gar nicht sein. Nee. Nein, eine grüne Karte muss zu oberst sein. Aber hier doch nicht. Doch, das ist grün. Eine grüne Karte muss zu oberst sein. Hast du ja. Aha. Genau, das habe ich genau so gestoppt. Jetzt sehe ich hier gerade... Dann habe ich ja doch was. Also heißt das... Nee, das heißt einfach, eine orangene Karte muss zu oberst sein. Irgendwo zu oberst. Irgendwo nicht zu oberst. Auf ihm, nee, genau. Sondern irgendwo. Ja? Irgendwo. Da hast du 6 Punkte. Hast du im Spiel mindestens eine Karte zu oberst liegen. Das ist der Effekt aus. Also nicht auf den. Genau. Und das heißt? Das heißt, da liegt eine Violette, deswegen wird es ausgelöst. Ja. Ich bekomme einen Punkt für alle, die hier und da liegen. Auch auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Für unfair. Es wird ein bisschen viel. Also, fangen wir mit dem an. Das sind zu viel. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für die. Also, ich schreibe mal einzeln auf, sonst wird das. Also, 5 für die. Da bekomme ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 Punkte. Das habe ich gekriegt. So, und da kriege ich 6 Punkte. Das ist jetzt mit einem einzelnen Ort so viel gemacht, wie ich im ganzen Spiel. Dann habe ich 20 Punkte. Ja. Schon auch krass. Gut, da habe ich ein bisschen drauf gespielt und dann habe ich es trotzdem noch nicht. Bist immer noch 5 Punkte vorne. Ja, aber ich mache hier 0 Punkte. Einen. Da machst du einen. Und ich mache hier 3. Habe gar keine orangenen. Das ist super. Du bist trotzdem. Also sind 3 Punkte da. 4. 4 Punkte da. Und dann kriege ich hier noch, hier habe ich 1, 2 Sets. Das sind 4 Punkte. 5, 6, 7 Punkte. Mhm. Und jetzt das hier ist ein Set, gibt 9, oder? 9, ich habe 5. Dann müsste ich es ganz knapp geschafft haben. Nee, 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 nicht hier. Oh, das ist wie bei Great Western Trail. 25, 31. Ja, ich habe mich um 50% verbessert. Und ich habe 40. Ja, okay, ist doch nicht ganz knapp. Okay. Ist einfach besser. Ich finde das gut, ich finde das besser als die meisten anderen 2-Personen-Spiele, die so zum Beispiel von Cosmos in letzter Zeit rausgekommen sind. Ja, ne? Gut. Ich also, finde es halt unspektakulär. Ja, aber das sind solche Spiele oft. Also Baumkrone ist super unspektakulär. Ja. Splendor Duell? Das ist für mich der Inbegriff an Inspektakularität. Okay. Okay. Da habe ich hier viel mehr interessante Entscheidungen als bei Splendor, wo sich ja bei Splendor drängen sich tatsächlich sehr oft die Entscheidung auf. Hier natürlich auch ab und zu mal, aber du hast halt, ne, dadurch, dass du alleine immer drei, ich meine, du musst ja steuern, wie viele Leute spiele ich wohin? Welche Leute spiele ich dahin? Wie spiele ich dann die Karten? Will ich die Mehrheit haben? Aber nein, ich habe das hingespielt, wo ich die Leute hier bekomme. Dann habe ich natürlich hier was, wo ich die Mehrheit auf meiner Seite bekomme. Ich habe nichts, wo ich Punkte dafür bekomme. Du hast schon zig Entscheidungen und noch die Sets, die da mit reinspielen. Da sind noch 4 unterschiedliche Orte drin, die auch nochmal abwechselnd reinbringen. Finde ich schon, das ist für mich schon eines der besseren. Nach 2 Partien jetzt. Okay. In der Hinsicht. Gut. Gut. Aber noch beim Robber nicht, glaube ich. Nee, wir wollen ja ein bisschen was spielen. Ich würde jetzt noch, weil ich würde mir die anderen alle noch angucken, weil ihr kennt mich. Es sind ja nicht so viele. Ich bin der 4. Genau. Genau. Aber können wir alle mal spielen. Ihr wisst, bevor es eine Rezension von mir dazu gibt, wird das. Wirst du alle 4 spielen? Alle 4 mindestens 1 bis 2 Mal gespielt haben. Gehen ja auch schnell die Runden.
Genau, geht schnell, man hat noch seine Entscheidung. Ist schon gut, ist wie gesagt, der Preis, der draufsteht, muss ich mal gucken, dass es ein Druckfehler war. Aber dafür sind ja auch vier Karten drin. Ein schönes, flauschiges Inlay. Schickes Artwork. Ist das von wem ist das Artwork? Das weiß ich nicht. Und bei Keymaster stehe ich mal drauf, von wem es ist. Also, wenn es schon so viel kostet, hätten sie die Münzen zumindest auch dann aus. Wir ja, machen können. Ja, auf jeden Fall das gerne. Gut, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Gerne wieder rein in einen neuen Stream, wo wir irgendein anderes schönes, spannendes Spiel spielen. Macht es gut, bis dann. Tschüss.